Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, und wir sind jetzt hier mit Gilde Nummer 2 im Siege-Modus. Wir greifen jetzt hier noch Athletics an. Versuchen jetzt hier Athletics noch down zu bekommen. Tuna, Mann! Also, was heißt, wir versuchen es down zu bekommen? Das kriegen wir nicht mehr down. Das können wir vergessen, aber wenigstens noch ein paar Pünktchen hier holen, dass wir eventuell das Ding hier noch safe nach Hause holen. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird. Müssen wir mal schauen. Pawtucket Patriot Ale. Hier haben wir jetzt einen Bender Broi am Start. Arcturianisches Kung Fu. Und dann ein Peter. Dann haben wir den Roundhouse. Und das Ding haben wir auf jeden Fall gewonnen. Match Nummer 1 geschafft. So geht's weiter ins nächste Match rein. Gegen AK2 Shoes. Freeze a Dome. Und Freeze a Dome. Hank Hill. Und dann haben wir hier die Fart School. Und dann, ja, wie man sieht, wird der jetzt relativ schnell weg sein, da die Todesrollen. Ich möchte noch daran, dass die Karte das erste Mal rausgekommen ist. Ich fand die so geil. Ich wollte die unbedingt haben. Rein optisch gesehen. Super coole Karte. Mega, 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 mega nice Karte. Rein optisch gesehen. Spielerisch, ja. Sage ich mal, etwas besserer Durchschnitt. So, dann haben wir hier Pimp meinen Schlitten. Biegeschule. Biegeschulabschluss. Oh mein Gott. Bänder. Und dann haben wir hier einen Bob-Up. 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 So einen Bob-Up. Erinnert mich ein bisschen an Baobab. Baobab. Können wir nachschauen, was ein Baobab ist. Eins der einzigen Wörter der französischen Sprache, die ich mir aus meinem Schulunterricht merken konnte. Der Baobab. Mussten wir damals mal den Petit Prince lesen. Ich habe Französisch gehasst. Petit Prince. Da kam der Baobab drin vor. Das war der Affenbrotbaum. Ja, so eins der einzigen Wörter. Ich kann mir keinen, nicht mal ein Baguette in Frankreich in der Bäckerei kaufen. Ja, aber ich weiß, was ein Baobab ist. Ist das nicht toll? Hilft einem dort zu überleben. Gehe ich in die Bäckerei, sage ich will ein Baobab. Gib mir mal ein Baobab. So sinnvoll war unser Französischunterricht in der Schule. Ja, Baobab. Und le Petit Prince. Bob, bob. So, C-Cento M. C-Cento M. Und dann haben wir... Wir fangen an... Oh. Ich muss anfangen mit der Dream Guitar. Weil ich sich einfach eine geile Karte. So, mega geile Karte. Dann haben wir hier einen Bender. Einen Bender und spielen wir einen Bender mit einer. Machen wir eine Big Schule daraus. Aus dem Bender. So, und jetzt macht der Bender den Sesanto M kaputt. So, jetzt hat er dem da eins direkt in die Nase, auf die Nase drauf. Und jetzt ist er kaputt. So, und jetzt gucken wir mal, was kommt denn jetzt? Der Digi-Kit. Digi-Kit. 21, ich weiß nicht mal mehr, was 21 auf Französisch heißt, aber ich weiß, was ist der Baobab? Kennt ihr auch den Baobab? So, Baobab, Baobab, Baobab. Ich kenne den Baobab. So. Oh mein Gott, ich drehe schon wieder total durch. Ich bin schon wieder total mejugé.
Da haben wir einen Eugene Belcher. Und jetzt haben wir dieses Match gewonnen. Gegen den Tiki-Kid. Eines was ich. Tiki-Kid, eines was ich. Er sofort dann Französisch im Unterricht lernen musste. Oder was heißt musste? Er wollte das ja, weil ich Französisch gehasst habe. Hat er sich einfach mal kurzerhand dazu entschlossen, er lernt Französisch, dann muss ich den Scheiß ja mit ihm auch nochmal lernen. So hat er sich das halt gedacht. Und ich sagte, du verstehst eine Sache nicht. Ja, ich lerne, wenn ich was nicht kann, dann lerne ich nicht mit jemandem, der es auch nicht kann. Ergibt keinen Sinn. Er hat es trotzdem gemacht. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Habe ich schon wieder vergessen. Ich werde alt. So, jetzt muss ich gucken. Na, doch benannt. Benannt Christina. Ben und Christina. So haben wir eine Roger. So, wer ist stärker? Rodeo Peter Rodeo oder Jacques Lemmenux? Wer haut wem auf die Fresse? Na, guck mal hier. Jacques Lemmenux. Der ist er. Ach so, ja genau. Dann haben wir mal Französisch-Kanal, haben wir mal kurz reingemacht. Und die Franzosen, das was du in Französischunterricht lernst, das ist ja alles so noch langsam gesprochen. Franzosen sprechen sehr schnell. Unglaublich schnell. So, wenn die Franzosen sprechen so schnell, da war dann einer, der hat da diskutiert und wollte eigentlich noch sagen, ich weiß es nicht. Und normalerweise in Unterricht, in Französischunterricht, du lernst, je ne sais pas. Das ist ja, das kann ich auch noch. Ich weiß es nicht. Musste ich oft genug sagen. In die Scheiße trägt Französischunterricht. Merde kann ich auch, das heißt Scheiße. So, was hat er da in dem Ding, als der gesagt hat, ich weiß es nicht. Also, je ne sais pas, würdest du im Unterricht lernen? Also, je sais pas! Je sais pas! Fanden wir gar nicht mal so schlecht, hat sich dann der sofort gleich gemerkt. Also, wenn er was nicht weiß, sagt er, je sais pas! Richtig im Akromod. So, ja, und jetzt haben wir den Quant 132 Obsieg hier, man. Come on, baby. This was the last match on this siege. Jetzt lass mal rechnen. Selbst wenn die das Ding da noch down bekommen würden, die Kostüminsel, also vielleicht auch down kriegen, dann hätten sie 1170 Punkte mehr. Und dann wären sie bei 4279 Punkten. Punkten und das würde nicht reichen, dann hätten wir trotzdem gewonnen. In einer Stunde hat Gilde 2, so wie es aussieht, gewonnen. So, ja, geil. Auf jeden Fall nice. Gucken wir mal ganz kurz hier rein, wie viele haben da überhaupt gekämpft hier. Bei denen haben auch wieder nur 34 gekämpft. Haben wir auch ganz schön Probleme gehabt, wie man hier unten sieht, ne? Also wenn ich mir jetzt den unteren Part angucke, so ab Platz 27 runter und so, sie haben echt böse Probleme mit uns gehabt. Und da gucken wir mal bei uns hier. Marunga 100, ich 100, Snorts 100, Gabriel D 100, Congrats Leute, Dan the Man 91, Stewie 91, Lord Universe 91, Andrelo, Veni, Simal, Sardos 91, Magoliver 500, 82, Manuaya 82, Kenberger 82, Ritalein 82, Josef, hast du einen Kampf übersehen? 81, Georgios 73, Homer J 73, Dreifuchs 73, X-Strike 64, Outlaw, Deke 64, Ruffy Traffy 64, Quarkmüller 64, Schmobi 64, Knuckster, Badass Charlene, Joan Ricardo, Alexander James, jeweils 55, Schmack, Foul, Place to Tear, Benita, Fred der P, Albertus jeweils 46, Suarez 37, Sleepy 28, Bob,
Babab. 19 Slim G, 19 und Raulito, alles scheinbar verloren. Damit waren es jetzt nur 39 bei uns. Haben wir in den Rumbles mehr, aber das gewinnen wir ja sowieso. Also, wenn es euch gefallen hat, dann ist ja noch eine Stunde Zeit. Dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt Animations Flowdown mit mir, dann gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.